Kommt zurück zu einer weiteren Folge von Piku Niku. Und ich habe schlechte Neuigkeiten, bevor wir richtig losgehen in diese Folge. Und zwar habe ich nachgeguckt, wie man die restlichen Trophäen bekommt. Und uns fehlt ja 12, 13, 14, 15 und es gibt noch 16 und 17, glaube ich. Doch, müsste. Und 12 können wir leider nicht mehr bekommen. Ja, es gibt 17. Weil 12 war genauso wie 11 eine Trophäe, die man nur am Ende des Spiels bekommen kann und jetzt nie wieder, weil man nicht mehr dorthin kommt zum Vulkan. Heißt, ich kann euch 12 momentan noch nicht zeigen. Heißt, ich müsste halt das Spiel nochmal neu spielen. Das ganze Spiel durch, zum Glück nicht 100%, weil ich werde jetzt erstmal das ganze Spiel durchspielen, bis ich alles habe, außer halt die Trophäen. Und dann werde ich auch noch den Koop spielen, weil im Koop fehlen dann noch die letzten 5 Trophäen. Ah ne, ich muss dann trotzdem nochmal alles machen mit den Trophäen. Oh. Ja, also ich muss auf jeden Fall das neu spielen. Das ist echt richtig kacke gemacht von den Entwicklern. Also da gibt es auf jeden Fall mal einen richtig dicker Minuspunkt, weil man 11 und 12 der Trophäen nicht so bekommen kann. Und ich möchte gern alle haben. Also das ist halt echt richtig kacke. Ich muss das Spiel neu spielen. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch natürlich noch auch alles zeigen. Und hier in der Stadt hat sich auch ein bisschen was geändert. Sobald ich rausgehe, wie ich mich nach oben in den Club graben kann, fordere ich den Tanzkönig heraus. Ich habe nämlich auch ganz schön was drauf. Oh, das würde ich gerne sehen. Ich habe gehört, dass die U-Bahn repariert wurde. Vielleicht bekomme ich endlich mal den See zu Gesicht. Ja, das kann gut sein. Und hier wurde überall ein bisschen was aufgehangen, ne? Ist ja cool. Hat sich schön was verändert. Leider sind noch diese Schilder hier, warum auch immer. Macht mir gar keinen Sinn, hier noch zu haben. Aber okay. Ist deren Stadt nicht meine. So, und ich glaube, hier bei der Vogelscheuchenstatue auf dem Baum reingekritzelt ist bestimmt noch irgendwas. Keine Ahnung, wie es sonst sein sollte, mir leid. Ich glaube, hier gibt es auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, wie. Das bringt Glück. Spitze auf, genau. Ach, hier kriegen wir brauchen wir ein Item, so ein Dreieck oder so. Kriegen wir bestimmt noch. Wir haben nämlich kein Dreieck. Wir haben aber noch diese Postkarte, dieses Spielzeug und das Videospiel. Das Videospiel können wir jetzt hier übrigens spielen. Ich glaube, das war hier drin, oder? War es hier drin? Ja, es war hier drin. Hier können wir, wie ihr sehen könnt, NES spielen. Let's go! Hä, was? Mit A kann ich irgendwas machen? Oh, sorry. Ich habe aus dem B gedrückt. Boing. Oh Gott, was ist... Ach, ist das jetzt so ein Score? Oh, bestimmt kriegt man irgendwie ein Achievement, wenn man hier 999 oder so hat, oder? Irgendwie sowas bestimmt. Vielleicht geht das auch bis 1000. Ich weiß ja nicht, ob da noch eine 0 dazu kommt. Haha, trollolol, es geht weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier ein Achievement gibt, wenn man irgendwie 100 hat oder mehr. Ist aber eigentlich gar nicht mal so einfach, merke ich gerade. Vielleicht gar nichts drücken, einfach nur so. Boing, 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 boing. Oh Gott, doch, ich sollte was drücken. Ja, weil sonst was ich das. Oh, das muss ich dann privat auch noch ein bisschen spielen. Aber ich muss auf jeden Fall das Spiel privat nochmal komplett durchspielen. Alles, was ihr in den Folgen gesehen habt, muss ich alles nochmal neu machen. Und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber muss ich, damit ich alle Trophäen nochmal habe. Weil es gibt ein Achievement dafür, wenn man alle Trophäen hat. Und das ist halt echt jetzt kacke, ne? Uff, okay, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das ist auf jeden Fall das Videospiel, das ihr auch mal gesehen habt. Also was ich mit den beiden mache, das weiß ich noch nicht. Ich gucke mich ein bisschen hier um. Vielleicht finde ich noch was. Ansonsten wird die Folge einfach random pausiert. Und es geht einfach random einfach mit irgendwas anderem weiter. Moment, warum siehst du anders aus als vorher? Ey, ich erinnere mich an dich. Keine Sorge, ich arbeite nicht mehr im Club. Jetzt konzentriere ich mich auf eine Modekarriere. Und da wir alte Freunde sind, sage ich dir was. Der heißeste aktuelle Modetrend sind Hosen. Im Ernst, ich sehe damit noch umwerfend aus. Hat zwar noch nicht jeder mitgekriegt, aber vertrau mir, wenn der Winter da ist, haben sie keine andere Wahl. Okay. Wenn du das so sagst, mein Freund. Gibt's denn was Neues? Also die tanzen hier. Ja, du bist ja immer noch der gleiche, ist ja immer noch das gleiche alles, ne? Hat sich nichts geändert. Ja, also ich habe auf jeden Fall noch die Postkarte und das Spielzeug, ich weiß nicht. Und ich habe auch noch das ganze Geld. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Oder ist das einfach nur so für das große Achievement, was man übrigens sehr früh bekommt, finde ich. Ich finde, das hätte man 500 Münzen geben, erst geben sollen. Aber wie auch immer.
Jetzt mal ehrlich, was gibt's denn noch zu tun? Gibt's noch irgendwas? Ja, cool und so, ne? Aber was gibt's denn noch zu tun? Außer vielleicht Koop-Spiele und... Doch, außer Koop würde mir nichts mehr einfallen. Welchen ich übrigens auch machen werde. Werde ich mit dem lieben Ingi Kellerkind machen. Dazu aber dann, wenn es soweit ist, mehr. Kann auch schon sein, dass es in dieser Folge ist. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wird wahrscheinlich aber im Titel stehen oder im Thumbnail zu sehen sein. Ach, hier gibt's ja gar nichts mehr, stimmt. Ja, dann denke ich mal, werde ich hier eine Pause machen und gucken, was ich jetzt noch so tun kann, außer das Spiel nochmal neu zu spielen. Halt wirklich, ich muss alles neu machen. Das ist so blöd. Warum macht man sowas? Warum kann ich jetzt nicht einfach zum Vulkan? Warum kann dann rechts nicht der Baum weg sein? Ich kann zum Vulkan und dann wieder alles erkunden. Und dann nochmal das Geschenk nachholen. Vor allem das Geschenk, das ist ja nicht mal meine Schuld. Das Geschenk ist wirklich sehr kacke versteckt. Das ist sehr gemein. Möchte ich dazu nochmal anmerken. Ich kann euch zeigen, ich kann hier wirklich nicht mehr zum Vulkan. Zu meinem Zug stehen auch wieder nur nichts Neues. Nur diese drei Sachen wie vorher. Und hier, ihr werdet jetzt sehen, hier ist der Baum noch da. Und an dem kommen wir nicht vorbei. Ja, sehr kacke gelöst. Danke dafür, Entwickler. Hey Leute, übrigens, das schneide ich bestimmt noch rein, der See existiert nun. Hier ist nun Wasser. Allerdings gibt es hier nichts, außer halt hier ein paar Leute, die schwimmen. Willkommen auf dem Entspannungsfluss. Mach's dir bequem. Ich stecke in diesem Schwimmring fest, was gut ist, weil ich nicht schwimmen kann. Damit kann ich nicht ertrinken. Es ist schön, sich einfach mal treiben zu lassen. Oh. Kann man da eigentlich rein? Nee, oder? Das wäre noch cool gewesen. Nope, kann man nicht. Ansonsten gibt's hier nichts, oder? Ja, hier ist so ein Stück. Wahrscheinlich noch vom Roboter oder so, aber ich glaube, hier gibt's sonst nichts, oder? Oder? Nope, man kann hier halt ein bisschen rumschwimmen, wenn man Bock hat. Da kommt man nicht hoch, da gibt's auch nichts. Und, ja. Eine Sache, die mir noch einfällt, die wir machen können, ist hier durchfahren, um mit unserem Freund zu reden, denn wir haben ja jetzt das Spiel ausprobiert von ihm, habt ihr ja vorhin noch gesehen, und jetzt wollen wir mal Bericht erstatten. Hast du mein Videospiel ausprobiert? Ja, sagt er mir nichts irgendwie? Okay, schade. Oh, hallo, warum hast du mich geweckt? Muss diese Brücke reparieren, vergiss es. Muss ihre Brücke reparieren. Hm, hast du die Brücke kaputt gemacht? Nein. Ich doch nicht. Tja, wenn du eine Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du sie wohl mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keine. Also viel Glück damit. Okay, ja, ich hab sie kaputt gemacht. Na, warum hast du die dann überhaupt erst kaputt gemacht? Kümmere dich selbst um deinen blöden Fehler. Moment. So, das möchte ich euch nur kurz zeigen. Es gibt ja nämlich ein Achievement, wenn man nämlich einfach abgibt, ohne irgendwas zu zeichnen. Dann wird dann nämlich irgendwie sagen, boah, ey, voll krass, habe ich noch nie so gut zeichnen können. Hier, einfach bestätigen, ohne was zu zeichnen. Dann kriegt man nämlich Suprematismus als Achievement. Hm, sie ist leer? Weißt du, ich verstehe die künstlerische Aussage, aber wir müssen die Vögel verscheuchen. Ja. Und dann muss man trotzdem nochmal was zeichnen. So, Leute. Ich bin jetzt wieder an dieser Stelle. Ich habe das komplette ganze Spiel nochmal neu gespielt. Ich habe versucht, alles wie möglich zu replizieren, alles neu zu sammeln, wie auch immer. Ja, ich glaube wahrscheinlich wieder nur Müll, aber ich habe auf jeden Fall versucht, alles neu zu sammeln. Und da ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich im Waldshop diese Brille hier gekauft habe. Das ist so eine Röntgenbrille, damit sieht man alles so ein bisschen im Negativmodus. Ist halt ein bisschen cool so, aber nichts Besonderes. Ansonsten habe ich halt alles wieder, nur in einer anderen Reihenfolge. Ich hoffe, das stört nicht. Ich glaube, irgendwas fehlt uns bestimmt noch. Also hier fehlen noch vier Sachen. Und hier habe ich schon ein paar Sachen geholt. Und ihr könnt sehen, dass ich alles habe, jede einzelne Trophäe. Nur zwei Stück fehlen mir.
Eine davon befindet sich genau hier. Die hier habe ich nicht gefunden. Doch jetzt habe ich sie. Ups. Jetzt habe ich sie. Das ist nämlich die Mr. Sunshine Trophäe. Einer der beiden, die man nicht mehr später bekommen kann. Ich werde jetzt noch das Spiel durchspielen, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal noch die andere holen und das Spiel durchspielen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Spiel durch habe. Ich weiß nicht, was irgendwas zu bedeuten hat, aber er gibt mir diesmal eine 3,7, also eine viel bessere Punktzahl als letztes Mal. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und es spielt auch keine Rolle. Ich weiß wirklich nicht, was das bedeutet. Wenn einer von euch das weiß, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren rein. So, hier sind wir dann nun im Koop-Modus mit Ingi Kellerkind. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da dieser gelbe Danke. Typ, das ist er. Ich will wahrscheinlich den roten spielen. Wir fangen an mit Koop Level 1. Wie ihr seht, es gibt 9 Level. Und danach werden wir uns noch ein bisschen vermöbeln im Basketball. Vermöbeln! Oh yeah! Und wir fangen an mit Level 1. Wir werden alle Level machen, 100%. So, das bin ich. Und das ist er. Man kann auch mit Tastatur spielen. Haben wir jetzt das Icon nicht gezeigt, aber passt schon. So. Ich sag dir erstmal. Hey, was will das? Hey, komm her, komm her! Nein! Nein! Lass dich in Ruhe! Nein! Niemals werde ich dich in Ruhe lassen! Aua! Komm her! Warum gehst du einfach weg? War da lang? Nee, geht gar nicht. Ja, warte, warte, steh mal. Ich kann auf dich drauf springen und dann komm ich hoch. Yay! Ah, bringt mir nichts. Ja, okay, dann nicht. Aua! Was soll das? Aua! Hey! Aua! Warte, warte, lass mich mal auf dich stehen. Warum musst du immer auf mich stehen? Nein. Warte, warte, wenn ich auf dich stehe, dann spring mal. Junge, du musst dich richtig positionieren. Ja, spring, genau. Dann nehmen wir das Teil mal mit, würde ich sagen. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Hier oben? Oh, hier ist irgendwas. Oh, Splitscreen. Lol, der Splitscreen. Der ist cool, der Ich spiele übrigens über Steam Remote Play, für die sich wundern. Ich esse gerne. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen, weil ich habe das noch nie gemacht mit Steam Remote Play. So, mit den Kisten. Was machen wir mit den Kisten? Ich glaube, die sind einfach nur, damit der zweite Spieler hochkommt. Meinst du? Die andere Kiste ist, damit man den Schalter gerade gleich da hinten betätigt. Moment. Können wir was ausprobieren? Ja, aber was bringt das? Ich komme mir doch nicht weiter. Selbst wenn ich es schaffe. Oh Gott. Ja, was komme ich hier hoch? So, dafür ist die erste. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich kann nichts machen. Du musst einfach denken. Wie ein Piku. Genau. Genau. Ich denke wie ein Piku. Sei das Monster. Oha! Du nennst mich Spitzkopf! Hä, da kommt man gar nicht drüber. Vielleicht verpassen wir irgendwas. Vielleicht haben wir irgendwas verpasst, was wir machen sollten. Schau mal, ob wir irgendwas verpasst haben. Na, ja, da kommen wir nicht rein. Also man soll hier schon lang. Hm? Oh, Mike, ich hab's! Ja? Ja, geh mal hoch. Ja? Jetzt komm mit mir. Okay, ich folg dir mal. Leute, Inge hat eine Big Brain Idee. So, jetzt stelle ich da mal hin und spring. Oh, klasse. Hä? Nein, als ob. Meine Big Brain Idee. Süßer Marsch. Das ist jetzt normalerweise dem anderen Spiel. Ich glaube, das brauchen wir. Warte, warte, warte. Gib mir mal den Stein. Vielleicht brauchen wir den. Ich kann, nee, kann man nicht schieben. Schade. Kannst du nicht schieben. Also, lass weiter. Warte, hier ins Wasser. Nee, gibt's nicht. Schade. Habe ich eigentlich ein Inventar? Ne, aber ich kann Effekte machen hier. Aber ab, ja. Yeah. Nein, welche Richtung? Wir brauchen den bestimmt. Oh, kacke, der ist im Wasser. Ach, oh, deshalb ist hier Wasser, jetzt verstehst. Ich mag aber diesen Splitscreen, ne? Ja, der ist cool, der ist gut gemacht. Der ist cool gemacht. Der ist gut gemacht, tatsächlich. Also ich bin allgemein gar kein Fan von Splitscreens, aber der hier ist wirklich gut gemacht. Das ist das Problem bei Splitscreens, ist, dass es halt, du hast halt immer, das Problem ist es halt in zwei geteilt, das Bild, ne? Und hier ist es überhaupt nicht so, hier kannst du einfach hergehen, ja. Kannst du mir ein bisschen helfen? Oh, passt schon. Auf deinem Kopf, ey! Nein, weg hier!
Ah, hier gibt es übrigens eine Trophäe. Ich habe nämlich nachgeguckt, wo alle sind. Geh mal nach oben. Drück mal oben in der Luft X. Ja, genau. Und dann spring ich mal nach oben rechts. Nach oben rechts. Da oben. Siehst du es da? Dieses Kachelte? Ja. Da ist eine Trophäe. Und ich muss da auf meinen Partner springen. Das wärst jetzt du in dem Fall. Woo! Ich muss gerade gucken, wie ich hier hochkomme. So. Nice. Kannst du bitte springen? Dankeschön. So, und hier kriegen wir dann Kevin! Piku und Niku 1, wie sie aufeinander rollen. Ich bin. Bitte. Ja, du bist Niku. Ich bin Niku. Du bist Niku. Ich bin ein. Also bin ich jetzt ein Name? Bin ich jetzt ein Mädchen? Komm mal. Komm mal auf mich drauf. So, also damit wir das die Trophäe nachmachen. Oh, geht gar nicht. Ja, schade. Fast. Fast. Hi. Hui. Na, Niku? Warte, Niku ist ein Mädchen, Piku ist ein Junge? Woher willst du das wissen? Ahnung. Okay. Ich gehe einfach davon aus. Du gehst aus? Mit wem? Lässt du mich, Niku? Pikachu! Niku, ich dachte, das mit uns wäre was Besonderes. Pikachu-kun! Aua! Falsch! Sauerkraut! Sauerkraut! Saugreis! Komm her! Ah! Wusch. Geh mal drauf. Boing, boah. Was passiert hier? Warte, ich helfe dir mal. Hier, komm mal rein. Dankeschön. Ey, ich will auch mal was machen. Mal zu machen. Wenn ich da oben bin, jetzt. Ja, das ist andere. Gute Sache. Ja, jetzt bist du eingesperrt. Haha. Ich bin eingesperrt. Was, bist du durchgekommen? Was? Hä? Wie bist du da durchgekommen? Ey, wie cool. Das hat sich direkt, wo ich reingegangen bin, geschlossen. Das ist, damit wir beide unterschiedliche Wege haben. Ah, okay. Da kann man im Replay nochmal nachschauen, im Video, wenn man zurückspult. Ja. Gibt's ja hier schön in 1080p, 60 FPS. Mua, super. Ja, manchmal halt am Lecken, ne? Bei mir gerade. Ja, bei dir, weil du spielst ja Remote Play und hast das Spiel ja gar nicht auf PC, sondern auf Switch, ne? Ja. Aber Leute, er besitzt das Spiel. Alter, das ist echt schwer. Ich hasse sowas. Nein, ich besitze das Spiel nicht und ich spiele das jetzt gerade illegal. Ach so, ja, stimmt, über Emulator. Spielst das Spiel Steam-Emulator? Ich hab das. Nein, ich hab das mir natürlich gecrackt, das weiß jeder. Nein. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Nein. Ich fand aber gar nichts knapp. Ich fand mein Outfit knapp. Dein Outfit ist sehr. Nicht von den Kindern! Nein, oh Gott, das ist so schwer. Nein! Nein! Yeah! Das ist echt nicht einfach! Ich habe da meine Probleme mit, okay? Du würdest wahrscheinlich auch so sehr leiden wie ich jetzt gerade. Ich weiß. Das ist halt wirklich schwer, den zu kontrollieren. Gott, wie lange? Ist mir egal, wie lange die Folge wird. Wir machen das so lange, bis wir durch haben. Ja! Ja! Roll doch! Du! Böser Junge! Mike! Ja? Er war du böser Junge! Warte, zack. Ich hab gesagt, zack, bleib da stehen. So, und jetzt hilf du mir raus. Was hast du für ein Parcours? Wieder raus! Ich muss hier raus! Bitte hier. Ich weiß nicht, Mike. Danke, Niku. Ich hab dich doch auch lieb. Hau mal ab. So. Geh mal weiter. Ah. Hä? Ach so, komm mal, hier kommst du rein. Komm mal zu mir rein. Nein. Oder warte. Ach so, stimmt, ich komme jetzt zu dir. Ah. Das ist cool. Hi. Wir sind wieder zusammen. Hier ist ein Baum. Oh, hi. Hä? Was? Habt ihr das gesehen, Leute? Hat gerade voll rumgeglitscht. Wer? Das ist das Ding. Meine Textur war aber weg. Ich hoffe, es läuft ein bisschen flüssiger als jetzt. Nein! Buff. Also ich hoffe, im Video ist es ein bisschen flüssiger als jetzt gerade bei mir. Ja. Warte, was? Perfekt. Oh, ist das cool! Hey, wir haben es geschafft! Hä, da gab es doch links noch irgendwas.
Ja. Das bin ich. Und was bist du? Keine Ahnung. Ich bin eine Nikon. Und was bist du? Mike, drück du mal. Nice. So, hier ja. In Level 2 angekommen. Wir haben ein paar Probleme gehabt mit den Controllern. Manchmal funktionieren die nicht. Ich habe ein bisschen selber irgendwo drauf gehammert und dann funktioniert es einfach. Also lass mich mal erstmal durchgehen, weil ich kann ja schon durchgehen. Vielleicht muss ich zum Ball oder so. Ah ja, siehst du? Hier ist ein Ball. Moment. Wir brauchen zwei Bälle. Drei Mike, Bälle? Wir brauchen zwei Bälle. Zwei Bälle. Nein, nein. Beide müssen. Ah doch, Moment. Jetzt, aber trotzdem, jetzt musst du von oben den Ball holen. Ja? Ja. Und dann? Ach, da reinschmeißen. Dann, ja. Und dann kommst du da raus. Ah, das ist cool. Ich finde die Rätsel im Koop cool. Jetzt musst du dir selber helfen. Nein. Ich will nicht. Es ist so scheiße mit Tastatur, ne? Raus, Inki, du bist frei, Niku. Kommst du? Wenn ich die Sprungtaste finde, ja. Ja, Inki muss gerade mit Tastatur spielen. Wir hoffen, dass wir das gleich vielleicht noch fixen können. Ansonsten muss jetzt das ganze Level, das ganze Aufnahme Tastatur. Ich habe den Sprungknopf gefunden. Aber ich glaube, die Rätsel für Niku sind nicht so schwer wie von Piku. Das verpasst das eigentlich. So, hier kommt lila Wasser raus. Okay, interessant. Was macht das hier? Noch mehr lila Wasser, aber ich komme nicht hoch. Ich weiß nicht, wie du hochgekommen bist. Ich glaube, nur einer kann jeweils hoch. Warte, dreht sich das, wenn ich das so mache? Nee. Ich habe mich, glaube ich, eingesperrt. Ich hab das. Nein, du musst da hochspringen. Da. Und dann auf die andere Seite. Warte, ich drücke auf den Knopf, dann kommst du da rüber. Ja, genau. Und dann musst du es richtig drehen. Jetzt den haben wir schon mal. Wo packen wir den rein? Einfach auf den Knopf legen und dann komme ich hier hoch. Warte, so. Nein, nein! Nein! Ja, genau, gut. Pack. Ah, da alles gut. Ich krieg das mal hin. Nimm den Ball weg. Ach so, ich weiß wo. Ah, okay, so, ja. Und jetzt rollt er da rein. Richtig. So. Was können wir denn hier machen? Hier ist nichts, oder? Nö, ist nichts. Ja, aber dann. Moment, vielleicht kann ich auf dich drauf springen. Guck mal her. Spring. Warte, nochmal. Warte. Spring. Okay. Hui. Nice. Mach den Knopf. Ja, aktivieren. Drücken. Ja. Treten. Genau. Wenn ich mal den Tretknopf finden würde. Warte, ich warte. Komm hoch. Zu mir. Nein. Komm zu mir. Schaffst du es? Nice. Ja. Ich mag die Musik. Die ist cool. Hat was. Warum? Aber wir müssen gleichzeitig. Okay, auf 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Dun. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. So, und jetzt? Hä? Oh nein, jetzt muss ich das machen. Warte, geh da mal rechts rein. Genau, und jetzt? So. Gut. Pass auf. Schmeiß das Ding weg. Schmeiß die Kugel mal weg, die brauchen wir nicht. Die ist nur ein Hindernis. Genau, schmeiß sie weg. Und dann geh weg und dann spiel da hoch. Da rechts hoch zu mir, genau. Und dann helf mir mal. Warte, lass mich raus. Nice. So, jetzt kommst du auch hoch. Super. Aber dich jetzt sehe. Was macht das? Geh mal auf den blauen Schalter. Oh ne, warte. Was macht denn der blaue Schalter? Mama, geh mal auf den roten. Geh mal unten auf den roten. Nice, dann kommt so eine schwarze Kugel raus. Geh mal durch. Bin dann dabei. So, genau. Ja, weiß ich nicht. Ich schätze mal, jetzt musst du da irgendwas machen. Leckt bei mir gerade. Wow, was war das denn? Tut mir leid für den Lag.
Kannst du was machen? Bei mir immer noch, ne? Ich hab Standbild. Echt? Und jetzt? Echt? Du bewegst dich immer noch Standbild. Jetzt nochmal. Du musst da gedrückt halten, genau, und dann rüber springen. Ich möchte meinen Controller wieder. Oh. Nee, ich glaube, du musst hier nicht hoch. Das ist. Nee, hier passiert ja nichts. Warte, lass mich mal durch. Geh mal auf den blauen Schalter. Ich nehme mal die Kugel mit. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Rüber mit dir. Oh Gott, jetzt wieder sowas. Ich hasse das. Oh Gott, es laggt ein bisschen, merke ich gerade. Hattest du es auch gerade? Nein. Dass die Steuerung ein bisschen geleckt hat? Nee. Okay. Nice, hab's. Der will sich die ganze Zeit hier dran festhalten, deshalb kann ich es nicht wegschieben. Gibt's nichts, okay. Lass mich einfach mal fallen. Nimm den mal mit. Olympic-Schwimmer! Wie lange geht das? Hallo? Das ist auch Ende? Hier ist ein Ende, oder? Bin ich? Nein! Ich brauch den wahrscheinlich, oder? Mike hat mich vergessen. Nein, Mike, komm zurück. Mike, komm mit dem Ball zurück. Mike, komm mit dem Ball zurück. Ja, ich weiß wofür. Okay. Na gut, dann komme ich mit dem Ball zurück. Weiß zwar nicht, was du jetzt willst, aber ich komme. Rüber. Den. Das war so schwer, den rüber zu bekommen. Ich hoffe, das lohnt sich. Ja, schön auf den blauen Knopf. Wie soll ich den auf den blauen Knopf bekommen? Oh, Moment. Wie schaffen wir das? Moment, ich bin ganz kurz weg. Leute, ihr wisst, was es heißt. Er ist weg. Party! So, bin wieder da. Yay. Tschö. Was denn? Wie willst du denn da hochbekommen? Weiß nicht, wie du das hier vorgestellt hast. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Nein, wie denn? Hier, kick ihn! Wenn ich kicken möchte, kick ich nur nach vorne. Geht da! Doch. Das geht wirklich. Und jetzt? Jetzt schwimmen wir wieder, Olympic-Schwimmer. Das ist aber ein echt langer lila See. Der zu nichts führt, oder? Wofür führt er? Wer hat's erfahren? Oh Moment, gab's hier nicht irgendwo. Irgendwo gab's hier bestimmt ein Geschenk. Bin mir aber nicht sicher, wo. Das habe ich jetzt nicht ernsthaft hinbekommen, oder? Das Ding hier hinzuschieben. Das muss natürlich wieder Mike, rüber. Mike, komm mal hier hoch. Warte gleich, Moment. Ich muss das Ding wieder rüber schieben, den Ball. Nein. Das ist so ein Bouncy Ball, Alter. Nein. Hi, ich bin Bouncy Ball. Meine Fähigkeit ist es, Mike abzufucken. Ja, merke ich. Warum grabst du das Ding da oben? So, geht doch. Jetzt kannst du das Ding da oben grabben. Yahoo! Ja! Was? Hast du es gesehen? Ja. So, okay, springen. Okay, ich komme hier rüber. Kannst du irgendwas machen? Da ist nichts. Okay. So, der Ball steht da drauf, ja? Oh, hier ist noch einer. Ja, dann bring den mal hier drauf. Währenddessen gucke ich mal mich um, oder? Da oben ist noch ein. Warte, ich muss da hoch. Warte, ich versuche mal da hochzukommen. Das ist mit Tastatur echt schwierig, ne? Ja, ich weiß. Deshalb spiele ich auch mit Controller. Ja, ist gut. Oh, verdammt. Ich glaube, da komme ich nur mit dir rüber. Ist ja egal, wo der Ball jetzt landet eigentlich. Ob links oder rechts. Ja, komm, hier einfach. So, okay, komm mal hier rauf, komm mal hier, stehen wir da. Stehen wir hier stehen. Wo ich gerade stehe. Ja, ich hab's wieder so einen Bug. Dann spring auf dich drauf, spring. Perfekt. Siehst du, das nennt man doch Teamwork.
Sonst helfen wir mal, den nach links zu schieben, da auf den weißt Knopf. Weißt du, mit anderen Worten, ich bin das, oder ich, nice. Du bist das Team und ich bin das Work. So, was gibt's hier? Oh, hier ist das Geschenk. Ja, ist ja voll einfach. Weil null versteckt. Piku und Niku 2. Die fliegen einfach so runter. Hier ist das Ende, lol. Echt? Warte auf mich. Ich will mitkommen. Auf geht's. Let's go. Muss B also drücken. Ja, genau. Nicht B, das ist bei mir DB. Egal. Level abgeschlossen. Ja, wir haben lang gebraucht. So. Das war Level 2. Nice.